You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Leute, zu einem neuen News-Video zu Battlefront 2. Und ihr habt es ja schon gesehen im Titel. Es ist einfach endlich mal soweit. Neue News sind am Start zu Star Wars Battlefront 2. Zu dem neuen Scarif-Update. Das Update erwartet uns morgen am 29. April 2020. Ich wollte schon 19 sagen. Nein, 2020. Am 29. April, morgen, dem Mittwoch, wird uns das Update erwarten, beziehungsweise wir werden das Update erwarten. Und ja, es ist mega geil. Ich bin so hyped, Leute, euch jetzt die Patch Notes vorzustellen, die ganzen neu erschienenen Sachen vorzulesen und auch zu präsentieren natürlich. Und ja, falls ihr euch diese News mit gleichzeitig durchlesen wollt, falls ihr euch noch für den unteren Teil mit den ganzen Helden und Sachen, die so nicht ganz so wichtig sind, Updates durchschlagen wollt, dann, Leute, könnt ihr euch den Link in der Videobeschreibung reinballern. Sorry. Ihr könnt euch den reinballern, könnt euch gönnen und könnt euch da richtig schön, ja, die Patch Notes, durchlesen. Und nicht vergessen, Leute, auf Deutsch übersetzen, denn das ist original Englisch, amerikanisches Englisch, also von da aus, ne. Deswegen gönnt euch dort die Patch Notes, wenn ihr sie lesen wollt. Und ja, kommen wir jetzt zu den ganz geilen neuen Sachen. Erstmal zu der Hauptsache, die uns in diesem Update erwartet, beziehungsweise nachdem das Update benannt wurde, und zwar die neue Map Scarif von Battlefront 1. Die Rogue One Map Nummer 1. So lieben wir sie, so wollen wir sie, so leben wir sie. Und ja, jetzt ist sie endlich zurück für, halt euch fest, Capital Supremacy, Co-op und Instant Action. Und dazu kommt noch dann Helden vs. Schurken und Helden Showdown. Ich muss sagen, ein ganz schön kompaktes Paket, was sie uns da zusammengeschnürt haben. Und ich muss sagen, dafür, dass sie das Update verschoben haben, um mittlerweile einen Monat, ist das gar nicht so schlimm, wenn wir so eine coole Map für so viele coole Modis bekommen. Muss ich sagen, Ausgleich ist am Start. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Es kommt noch viel, viel, viel mehr Geileres. Ihr habt es ja schon gesehen. Neue Skins, neue Sachen, neue Missionen. Ach, einfach zu viel, um wirklich, man glaubt gar nicht, dass es Wirklichkeit ist. Man glaubt einfach, dass es nur ein Traum ist. Aber nein, Leute, es ist wirklich so. Alles ist die Wahrheit hier. Und ja, Age of the Rebellion in Capital Supremacy. Scarif wird zu den Planeten hinzugefügt. In der Reihenfolge wird das dann ablaufen. Hoss, Todesstern 2, Tatooine und Yavin 4 und Age of the Rebellion wird dann irgendwo mit eingegliedert in die Liste. Und ja, sorry, ich habe es ein bisschen falsch formuliert, aber ja. Auf jeden Fall, diese Modi, diese Karten werden jetzt hinzugefügt zu Totale Vorherrschaft und Instant Action. Und ich muss sagen, mega Hype, oder, dass die jetzt endlich am Start sind mit. Und dann kommen wir noch zu dem nächsten. Und zwar, jeder dieser Orte wird auch in Instant Action eintreffen und das Age of the Rebellion Supremacy Erlebnis sowohl offline als auch online verfügbar machen. Ne? Nochmal als Bestätigung dazu. Dann kommen wir jetzt zu Co-op Updates. Wir sehen weiterhin großartige Rückmeldungen zu Co-op und es war wunderbar, die Reaktionen, Gameplay-Clips und ihre Kommentare zu lesen unter den letzten Updates. Und ja, wir alle denken mal gleich in dem Sinne, geiler Modus, wir suchten ihn gern weiter. Und ja, Leute, Scarif, wie gesagt, wird auch zu diesem Modus hinzukommen, zu der Liste. Und bereits im Januar haben sie ja schon den MC-85 Starcruiser als auch die Resurgent-Klasse Star Destroyer als Teil des Supremacy-Setups für Zeitalter des Widerstands veröffentlicht. Das Feedback war wirklich großartig für diese beiden Großkampfschiffe und sie wollen jetzt endgültig Beschluss fassen, beziehungsweise sie haben ihn beschlossen. Und zwar, sie wollen jetzt diese beiden Maps zu eigenständigen Orten machen, die sie zu Koop hinzufügen. Und ich muss sagen, richtige Entscheidung, finde ich zumindest. Ich denke mal, ihr auch, oder? Lasst mich mal wissen in den Kommentaren, beziehungsweise lasst doch mal alle wissen, wie ihr denkt, in den Kommentaren. Und ja, bin ich mega hyped und ich glaube auch, das war eine gute Entscheidung, jetzt mal ein paar neue Maps rauszuhauen, beziehungsweise Maps umzubauen und sie so zugänglich zu machen in anderen Modis. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann noch die Instant-Action-Missionen, Leute, ist jetzt etwas ganz Neues. Und zwar in Angesicht der positiven Einstellung und des empfangenen Instant-Actions,
ja, Rückmeldung, sag ich mal so, haben wir uns entschlossen, es weiter auszubauen und neue Optionen für das Offline-Spielen bereitzustellen. Dazu kommen wir jetzt zu diesen ganz geilen neuen Änderungen. Und zwar, Leute, in Instinct Action Mission basiert auf Koop-Multiplayer-Erfahrung. Das heißt im Prinzip wie der Koop-Multiplayer, wie wir ihn jetzt schon kennen. Mit vier Leuten gegen vier Leute. Vier Leute gegen vier Bots. Ja, auf jeden Fall dazu gibt es jetzt neue Sachen. Und zwar, ihr könnt jetzt solo mit drei Key-Befreundeten, also sie haben hier geschrieben, drei befreundete Key-Verbündete, aber eigentlich ist es ja eigentlich eher nur Key-Verbündete. Oder können jetzt Bots auch befreundet werden? Gute Frage, ne? Ja, auf jeden Fall so viel dazu, ne? Wir können jetzt auf jeden Fall mit Bots in einem Team spielen. Vier Leute, also im Prinzip drei Leute neben euch, spielen dann als Bots in eurem Team mit. Und gleichermaßen, das gegnerische Team besteht auch aus Bots. Das heißt, ihr spielt ein Mensch mit drei Bots gegen vier Bots. Ist wie ein Helden vs. Schurken, ne? Ja, ich weiß, das ist so... Irgendwie ist das so ein bisschen... wahrscheinlich, dass da auch Bots rumlatschen in Helden vs. Schurken, aber ja... Ne, wir wissen nicht, ob es wirklich ist. Aber auf jeden Fall, so ist es. Und ja, die Auswahl von Fraktionen ist möglich und ermöglicht sowohl Angriffs- als auch Verteidigungsoptionen auf diesen Maps dann jeweils. Also ihr könnt im Prinzip dann einstellen, wir gehen jetzt zu Alpha, dort gehen mit die Bots hin. Und der Modus wird von jedem Koop-Ort im Spiel in allen drei Epochen unterstützt. Mega geil, mega Hype, Leute. Und ja... Dazu noch kurz was, und zwar, ich werde es auch später noch mal im Video erwähnen, aber die komplette Spieleanzeige, so nenne ich es jetzt mal, die komplette Anzeige von den Modis wird noch mal überarbeitet, also mega geil, können wir drauf uns freuen. Jetzt kommen wir aber zu einer noch geileren News, zu etwas ganz Geilen, auf dem wir schon seit 2 Jahren oder so warten, auf diese News, auf diese Zeile. Crate wird endlich zu Helden vs. Schurken hinzugefügt. Auf diesen Satz haben wir gewartet, 2 Jahre lang, gefühlt. Und es ist auch eigentlich schon 1,5 Jahre her, seit die es angekündigt haben, Scare Helden sehr, 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 jetzt zu viele Bugs, zu viele Fehler gab. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Dieser salzige Mineralplanet wird endlich zu Helden vs. Schurken kommen. Ich glaube auch zu Helden Showdown. Dennoch haben sie es hier erstmal im Namen des Helden vs. Schurken Modus eingeplant. Also mal abwarten, ob der Kampf denn nicht doch noch für Helden vs. Schurken auch auf Helden Showdown abgeht. Aber naja, mal gucken, Leute. Mega Hype auf jeden Fall, endlich mal Crate am Start zu haben in Helden vs. Schurken. Auf jeden Fall was, worauf wir lange gewartet haben. Ja, Leute, dann kommen wir zu den neuen Skins. Wir bekommen, haltet euch fest, einen neuen Soldaten-Skin. Also im Prinzip ein neues Aussehen für unsere Soldaten in Zeichen des Scarif, der Map Scarif eigentlich so gesagt. Dann bekommen wir noch unsere neuen Sandtrooper oder auch Küstentruppler. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen in Battlefront 1. Hier haben sie geschrieben Short Trooper. Also ja, ne, ist halt so eine Sache. Auf jeden Fall, die bekommen wir auch und ich muss sagen, ich bin mega hyped. Dann noch bekommen wir neue Lufttruppler-Skin, so wie ich gesehen habe im Trailer. Dann, glaube noch einen neuen Wookiee-Skin, wenn ich mich recht entsinne. Haben sie irgendwas, glaube ich, noch geschrieben, irgendwas mit Wookiee-Skin 9, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, irgendwie was mit Wookiee 9, auf jeden Fall. Ja, so viel dazu, der Wookiee wird auf jeden Fall auch am Start sein, nochmal so viel dazu, dann, ja, mega Hype auf jeden Fall, dass der ganze Kack am Start ist. Und, ja, kommen wir jetzt zu diesen neuen Skins, die noch uns erwarten, und zwar, haltet euch fest, wie schon erwähnt, ein Darth Maul-Skin, und zwar im Namen des alten Meisters. Und ich muss sagen, er ist ihm echt gelungen, die Tattoos und alles, oh mein Gott. Die Beine sind natürlich nicht ganz so geil, wie sie in The Clone Wars zu sehen waren und jetzt habe ich den Namen echt vergessen schon wieder. Das gibt's doch nicht in, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, Ezra Bridger und so, mit den Rebellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Serie hieß, Leute, ich hab's gerade vergessen, ey, sorry. Auf jeden Fall kommen wir dann zum nächsten, und zwar bekommt Rey auch einen Skin, und zwar haben sie es jetzt hier nicht so ganz geil dargestellt, wie sie es im Trailer gezeigt haben, und zwar hat Rey dort die Kapuze auf, und das, hier haben sie es nur gezeigt, Rey so ohne Kapuze auf. Bleiben wir mal gespannt morgen drauf, ob wir die Kapuze auch aufziehen können, oder ob wir sie nur abhaben.
Ich würde mir wünschen, und ich denke mal, wir wünschen uns auch, dass Rey auch ihre Kapuze aufziehen kann. Das wäre auch ein Fortschritt, ne? Ein Fortschritt in eine neue Skin-Generation. Denn es gab noch nie Skins in Star Wars Battlefront 2, wo wir individuell anpassen konnten. Wie jetzt zum Beispiel hier Rey Kapuze auf, Kapuze ab. Imperator Kapuze auf, Kapuze ab. Ja, so viel dazu. Also bin ich mal auch drauf gespannt, ob da endlich was geht oder nicht geht. Ja, aber jetzt zu Imperator, wie schon erwähnt, Imperator ist auch am Start und zwar mit einem Sith-Örtel, wie auch immer man es ausspricht. Ich denke mal, es heißt Sith-Imperator-Auftritt und ja, Kaiser Palpatine bekommt einen neuen Auftritt, beziehungsweise es ist der aus Episode 9, der Skin. Wir haben ja lange darauf gewartet, dass man Content aus Episode 9 kommt, aber jetzt ist er endlich am Start, ne? Und zwar lieber Palps bekommt einen neuen Skin. Aber sie haben, was mir gerade auffällt, seine Finger nicht so eingekürzt. Kurzer Spoiler. Sie haben leider seine Finger nicht so eingekürzt, wie ja, es in Episode 9 war. Aber nun ja, wir wollen ja jetzt nicht kritisch sein, ne? Ja, auf jeden Fall dazu war es das schon mal zu den ganzen Skins. Und ja, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Keine Ahnung, wie der Kauderwelsch hingeschrieben. In Deutsch übersetzt heißt es eigentlich, sie haben neues Waffenschadenssystem zur Ansicht hinzugefügt. So habe ich das jetzt verstanden, dass man besser sieht, wie man und welchen Schaden man macht. So verstehe ich das hier, wenn ich richtig liege. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber so verstehe ich das. Das Symbol ist immer rot, wenn sie einen Feind betrachten. In dieser Platzierung wird immer nur das Symbol zum Erhöhen oder Verringern angezeigt. Das nochmal zu den Symbolen. Ja, die Schadenszunahme wird im Spiel in derselben drei Elementen wie die Schadensreduzierung angezeigt. Über dem Kopf, wenn sie einen Feind oder Feind links von seiner Gesundheitsleiste betrachten, wird für die Dauer des Effekts ein Symbol angezeigt, das die Schadenszunahme anzeigt. Ja, so viel dazu. Dann die Trefferanzeige wurde auch verändert, was auch immer Zeit wurde, muss man sagen. Dann die Spielergesundheit wurde auch nochmal verändert. Die Gesundheitsleiste wurde am unteren Bildschirmrand jetzt ansehnlicher gemacht, besser gemacht. Schadenszunahme oder Abnahme wird jetzt besser angezeigt. Und ja, Explosionsschaden, beziehungsweise endlich, Leute, sie haben es ja schon, war das dieses? Nee, letztes Jahr haben sie es angekündigt, glaube ich, dass sie jetzt das ändern wollen mit diesen ganzen Granaten explodieren und so. Das haben sie ja schon gemacht. Und jetzt ist es soweit, Leute. Sie haben es verändert. Endgültig, glaube ich mal. Und zwar die Explosions- und Damage-Schadensanzeigen, beziehungsweise auch den Schaden, den man bekommt. Und auch das Aussehen wurde jetzt endgültig verändert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das im Spiel verhalten wird. Die kritische Gesundheit unter 30% erhalten sie eine Reduzierung des Gesamtschadens um x Prozent. Also im Prinzip, wenn ihr unter 30% Leben seid oder so, dann seid ihr tot. Auf gut Deutsch gesagt, aber das seid ihr ja sowieso irgendwie immer, ne? Also sind wir alle irgendwie immer. Gefühlt, wenn du neben einer Karate stehst, 5 Meter, bist du immer noch irgendwie tot. Tot. Du bist bei Full Life tot neben so einer Granate mit Offizier. Bist du einfach tot. Ohne alles, ne, mit deinen 150 HP bist du einfach tot. Noch immer 4 Meter oder so neben der Granate. Ja, das ist halt irgendwie komisch. Ja, auf jeden Fall dazu dann noch kritische Gesundheitsstufe wird bereits im Spiel durch einen Audiofilter und eine rote Vignante, also optische Sache, angezeigt, sodass sie wissen, wie sie in großer Gefahr sind. Das neue Design der Bodyguard Starcard soll ihnen in bestimmten Situationen in diesem Zustand eine erhöhte Lebensbalance bieten. Also eine neue Starcard ist am Start. Dann noch der neue Gameplay-Effekt bedeutet, dass einige Waffen mit geringeren Mitteln Schaden 1 zusätzlichen Schuss benötigen, um einen Feind zu töten, der mit Leibwächter ausgerüstet ist. So viel dazu. Zum Beispiel werden 7 statt 6 Kopfschüsse benötigt, um einen nicht schweren zu töten. Und 8 statt 7 Kopfschüsse, um einen schweren, also eine Heavy-Klasse quasi, die schwere Einheit, mit ausgerüstetem Leibwächter zu töten. Die Anzahl der Kopfschüsse von einem Standard-Blaster zum Töten eines nicht schweren und schweren bleibt unverändert. So viel dazu. Finde ich gut. Ich denke mal, ihr auch, oder?
Ja, so viel dazu. Dann wurden auch einige Sachen verändert. Hier wieder mal Eigenschaften. Scarif wurde als neue Spielbarkeit hinzugefügt. Für Koop, Mission, Capital Supremacy, Instant Action, Heroes vs. Schurken, habe ich vergessen zu sagen, und Helden Showdown auch. Und ja, das sind alle Maps, die zum Release mit am Start sein werden. Dann Supremacy und Instant Action erhalten auch noch neue Maps. Wie gesagt, Todesstern 2, Horst, Yavin 4, Tatooine und Scarif werden ab sofort dann in den Playlists drin sein mit dem Update morgen. Und ich bin mega hyped, dass das am Start ist dann. Und ja, Koop-Missionen sind jetzt für den MC-85 Starcruiser und den Resurgent-Class Star Destroyer verfügbar. So viel noch dazu. Und ja, neue Auftritte sind halt am Start. Wie gesagt, Darth Maul, Rey und Meilensteine können jetzt freigeschaltet werden. Sie haben auch Imperatori vergessen. Hier, moin. Sie vergessen einfach den Skin, der mit am gelovesten war, quasi geliebtesten. So war, ja. Weiß man auch nicht warum, ne? Auf jeden Fall, dann die Lebensqualität wurde von den Fahrzeugeinheiten und von den anderen Sachen so ein bisschen verändert. Kosmetische Sachen wurden auch nochmal ein bisschen verändert. Können jetzt über, also was wichtig ist hier noch, Kosmetikartikel wie Skins, die zuvor nur über Ereignisse freigeschaltet werden konnten, können jetzt über Meilensteine freigeschaltet werden. Also im Prinzip so Ereignisse verstehe ich drunter und Events, ne? Eigentlich sind das die Events, die wir hatten so oft jetzt, wo wir alle Skins freischalten konnten. Die Leute, für die noch kurz angemerkt, diese Star Wars, ich glaube Celebration Edition war es, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, gerade mit dem Namen, die dieses Celebration Edition halt gekauft hatten für 30 Euro oder wie viel es auch momentan kostet, wie ich, die haben alle Skins, Leute, alle Skins, da braucht ihr, könnt ihr ruhig beruhigt sein. Ihr habt alle Skins wirklich gratis, ihr kriegt die so hingeklatscht, ihr habt die so, ihr könnt die so spielen. Und auch alle neuen Emotes, alles pipapo, könnt ihr so spielen. Das nur mal so kurz vorab. Und ja, um mal die Luft rauszunehmen, ne, dass halt wirklich ihr alles gratis bekommt hier von diesen ganzen Sachen. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Und ja, dann bekommen noch eine Benutzeroberfläche, neues HUD-Auktion wurden hinzugefügt, Schaden für erhöht. Schaden erhöhen, Meldungen ein aus, Fortschritt erfassen, Namensschilder, objektiver Stil, was auch immer das sein soll. Ja, Ziel am Bildschirmrand, Ziel in der Bildschirmzone, Ziel am Bildschirmfokus, Karten, Sternkarten, Shuffle im Spawn, Waffentipps, Spielmodus leisten, Schieberregler. Also ein Haufen Zeug, ob man es braucht, ist die andere Frage, ne? Ja, dann sonstige Änderung, die Kill-Message wurde noch verändert ein bisschen. Die Nachrichten mit der Kill, die Kill-Nachrichten sollten jetzt nicht mehr so verschwinden, beziehungsweise sollten gleichzeitig mit der Scores-Feed verschwinden. Die Anzeigetafel zeigt jetzt Planeten und den aktuellen Spielmodus an. Dann noch visuelle Aktualisierung der Spielmodusliste. Ich hoffe sehr, sehr stark. Jetzt mal kurz noch so ein Nebenbei-Aspekt an DICE und EA. Sie haben uns versprochen, die Planetensuche einzufügen. Für Galaktischer Angriff haben sie es jetzt nicht speziell gesagt, aber die Community will Galaktischer Angriff Epochensuche. So viel mal dazu kurz. Ne? Ich hoffe wirklich, ich denke, wir alle hoffen, dass sie jetzt mit diesem Update, sie schreiben es ja hier extra, visuelle Aktualisierung für Spielmodusliste. Ich hoffe es sehr stark, und ich denke mal, wir alle hoffen sehr stark, dass sie endlich Epochensuche einfügen für Galaktischer Angriff und Sternjäger Angriff. Das wäre echt von Vorteil für die Suche und das Gameplay allgemein, weil wenn man mal Bock hat auf Imperium, Bock hat auf irgendeine andere Map, dann will man natürlich lieber die zocken, als irgendwas anderes zu zocken. Und apropos Starfighter Assault, also Sternjäger Angriff, es wäre recht nice, so mal am Rande auch die Scarif Sternjäger Angriff Karte einzufügen, die wir in Battlefront 1 auch hatten. Wir wissen ja nicht, ob sie noch mit dabei sein wird, aber ich bin mir sicher, dass sie noch vielleicht hinzukommt. Also sehr sicher nicht, aber ich bin mir sicher. Ja, Heldenänderungen wurden auch noch gemacht. Dann Dash-Fähigkeit, also Schadensfähigkeiten für alle Helden und Verstärkungen wurde verändert. Da wurden Rey, Obi-Wan, Han Solo, BB-8, General Grievous, Jet Trooper, Erste Ordnung und Ovisier. Das ist ein Wort, das kann man nicht aussprechen. Ovisengunner, wie auch immer man es ausnennen soll, der mit dem schönen Wachgeschütz, mit dem Heavy-Geschütz von unserem Freund Heavy, dem Klonsoldaten, das ist auf jeden Fall auch verändert worden. Ja, das so viel dazu, das könnt ihr euch auch nochmal alles durchlesen. Mit den ganzen Änderungen, Helden-Showdown wurde geändert, Helden vs. Schurken, ja,
so weiter und so fort. Also es wurden echt viele Änderungen vorgenommen. Sie haben ja gesagt, sie ziehen das zusammen zu einem Update von letztem und diesem Monat. Also von diesem Monat eigentlich nicht, aber zum Teil haben sie gesagt, zum Teil wollen sie es mit reinziehen. Ja, sie haben auf jeden Fall hier eigentlich fast alles, würde ich jetzt schon sagen, verändert schon wieder. Offizier, der Spezialeinheit, Klonkommando, Kommandotruide, Ewok-Jäger, AT-RT, AT-ST, Sys-Trooper, also wirklich fast alles wurde hier verändert, wieder mal. Und ja, ich muss sagen, echt krass, was hier abgeht bei den ganzen Änderungen. Also das ist eine ellenlange Liste. Aber eine Sache will ich noch zu Ende erwähnen. Und zwar, es wurde ein Problem behoben, haltet euch fest, durch das ein Spieler, der zu einer Gruppenparty eingeladen wurde, nicht beitreten konnte oder in eine Warteschlange gestellt werden konnte und stattdessen eine ungenaue Meldung erhielt, dass der Server voll ist. So viel mal dazu. Ich habe es letzte Woche mit ein paar Freunden erfahren müssen, dass das ja ganz gut funktioniert bei EA und DICE mit den Servern. Und ich selber hatte lustigerweise letzte Woche auch ein paar Bugs. Und zwar, ich bin komplett durch die neue Map gebuggt, mal schön durch. Ne? Bist du da oben im Großkampfschiff von der ersten Ordnung? Digga, du bist nicht im Großkampfschiff, du bist einfach im Himmel. Alle haben sich nur so gedacht, Digga, was macht der da? Der schwebt einfach in der Map drin. Ja, so viel dazu. Also, es gibt noch lustige Bugs, aber ich hoffe mal, sie begutachten sie und fixen sie auch bald. Also, bin ich mal gespannt drauf, ob sie es endlich geschafft haben, solche Bugs rauszumachen. Ja, dann noch bekannte Probleme sind, falsche Ansager können von Spielern gehört werden, wenn er zwischen den Rundenphasen eines beliebigen Spielmodus wechselt, während er einen Helden verwendet, der neu in der Ära eingeführt wurde, Darth Maul in Age of the Rebellion. So viel dazu, warum auch Darth Maul hier explizit steht, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich wegen seinem neuen Skin, ja moin. Aber ja, auf jeden Fall so viel dazu. Mal gucken, ob es so geht, aber wir alle kennen es ja so ein bisschen von Koop, ne, von Totale Feuerschaft, dass da ein bisschen, dass man den Sound rumbackt, aber sagen wir mal so, egal, Hauptsache das Game funktioniert, ne, und das besser als manch andere. Ja, und dann noch die Erscheinung von Key-gesteuerten Klon-Troopern wurde auf dem republikanischen Angriffskreuzer bei Instant Action und Koop Mission ist fälschlicherweise auf Phase 1 eingestellt. Ja, so viel auch dazu. Ich habe keine Ahnung, was die da irgendwie ein bisschen manchmal geschrieben haben. Also Englisch ist bei denen auch selber manchmal nicht am Start von den Namen her. Aber ja, auf jeden Fall so viel dazu. Leute, ich bin jetzt raus. Es war ein ziemlich langes Video, ziemlich viele News. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, vielleicht auch ein Abo und natürlich auch Glocke aktivieren dazu. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Abend, schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Wie gesagt, Leute, ich werde auf jeden Fall ein bisschen noch Gameplay zocken und ich werde auf jeden Fall am Start sein. Ich werde einen Livestream raushauen. Ich werde mal zusehen, am Freitag definitiv, da ja Freitag Feiertag ist, Leute, in Deutschland. Bin ich live. Also ich versuche live zu sein, wenn das Internet schon wieder abkackt, wie es jetzt am Wochenende war, ja moin, dann bin ich mal natürlich hart nicht am Start, aber ich werde versuchen, ein paar Videos aufzunehmen und natürlich hochzuladen, wie wir es jetzt kennen, ne? Ein paar Gameplays raushauen. Das macht immer wieder Spaß. Zurück zu den Wurzeln auf diesem Kanal hier, sage ich mal so. Und ja, jetzt bin ich raus. Ich will nicht weiter strecken. Habt einen schönen Tag, schönen Abend. Viel Spaß mit Battlefront 2 Update am 29. April 2020. Bis dahin. Ciao.